haben ja auch relativ erfolgreich in der Politik tätig. Sie waren Finanzstadträtin in der Landeshauptstadt, sind dann eigentlich gewechselt zur DEWAG. Und ich sage jetzt mal unter Anführungszeichen, ist ja die DEWAG ein Privatunternehmen, es ist eine Aktiengesellschaft. Seien Sie erstaunt darüber, dass die politische Diskussion, so wie Sie gerade gesagt haben, vorher über die Ziele der DEWAG derart haut geführt wird, wie eigentlich in einem Gemeinderat soll, wie in einem Landtag soll? Ja, ich denke, ob ich überrascht bin, ist nicht die entscheidende Frage. Ich kann Ihnen aber berichten aus meinen ständigen Kontakten österreichweit und darüber hinaus, dass man in den anderen Bundesländern und in Wien darüber erstaunt ist, dass die energiepolitische Diskussion in Tirol von einzelnen kleinen Gruppen, es ist ja nicht die repräsentative Mehrheit, es sind einzelne kleine, aber lautstarke Gruppen, so unsachlich und so unvernünftig und so polemisch geführt wird. Diese Entwicklung hat dem Ansehen Tirols in Österreich und auch bei den Bundesstellen und Ministerien in Wien nicht sonderlich genützt. Ich bin persönlich nicht überrascht. In unseren modernen, satten Wohlstandsgesellschaften gibt es also halt solche Gruppen und Gruppierungen, die egoistisch und rücksichtslos und destruktiv ihr Süppchen kochen und auch eine potenzielle Schädigung des Gemeinwohls dafür in Kauf nehmen. Damit wird eine starke Gesellschaft umgehen können und die DEWAG kennt es auch aus. Interessanterweise sagt mir immer, der Prophet zählt im eigenen Land nichts, die Tiroler Wasser.